Wegen der Psychose. Ach so, vielleicht sollten wir uns mal treffen und schauen, ob wir uns auch real sympathisch sind. Ich bin ziemlich anspruchsvoll. Okay. Hast du keine Beziehung? Nö. Das ist schon mal gut. Ich mag nichts Kompliziertes. Okay. Na, dann können wir uns ja treffen. Alles klar. Wann? Wie viel Uhr? Wo? Samstagabend hier in Frankfurt. Geht klar. Wenn's passt, kann ich dann bei dir übernachten? Klar. Hast du Angst vor großen Hunden? Nö. Sehr gut, ich hab einen Hund. Okay. Noch ein Smiley hin? Smiley geht ja, immer. Ja, dann treffen wir uns. Gehen etwas essen, quatschen ein bisschen, schauen mal, wie es weiterläuft. Magst du Rotwein? Ich trinke keinen Alkohol. Ah, okay, verstehe. Ist ja naheliegend. Und noch ein Smiley. Ich muss jetzt ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. http://www.youtube.com/watch?v=SKRY1MLUK sowie Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Das wird ihn sein Leben lang begleiten. Nils selber möchte vor der Kamera weder über seine Jugend noch über seine Krankheit sprechen. Er hat inzwischen eine andere. Ach, das kenne ich schon. Können Sie mir noch ein paar Bilder von sich schicken? Ach, sind wir jetzt wieder beim Sie? Was für Bilder? Ach so, das nicht. Ich hab nicht gekriegt. Das war auch nicht deutlich. Was für Bilder? Aber es reicht manchmal auch. Na, so Bilder von dir. Eigentlich ist auf meinem Profil alles einsehbar, was so an Bildern von mir kursiert. Ah, okay. So. Ja, genau. Okay. Was machst du gerade? Ich habe gerade meine Besucher von heute Abend verabschiedet und mich mit einem Glas Rotwein an den Rechner gesetzt. Keine Lust mehr zu arbeiten. Und du? Und du? Ich bin auch vom Rechner. Alter, hast du dir eine schon klar gemacht? Lästere gerade mit einem Lyriker über die Autoren im Hildesheimer Literaturinstitut. Lol,
Sind die so schlimm? Oder schlimmer? Langweilig? Frag, wie alt sie ist, Alter. Nee, wir reden drüber, wer gerade was mit wem hat und wer besser und wer schlechter schreiben kann. Alter, heftig. Wie alt bist du eigentlich? 45, 46. 45. Lol. Okay. Ach, ist es wichtig, wer was mit wem hat? Nee, aber man muss ja nicht immer über wichtige Sachen sprechen. Mutig von dir, dass wir das so durchziehen. Was findest du mutig? Dass wir das so durchziehen. Was findest du mutig? Na, dass wir uns treffen und so. Und das findest du mutig? Naja, wenn du meinst. Alter, heftig. Hast du noch mehr Bilder von dir? Wo du auch weniger anhast und so? Die verschicke ich bestimmt nicht über Facebook und schon gar nicht an unbekannte Empfänger. Wollen wir da eine dauerhafte Affäre draus machen? So die Künstlerin und ihr junger Lover? Abwarten. Lass uns doch erstmal treffen und schauen, ob wir uns überhaupt sympathisch sind. Lass uns doch erstmal treffen und schauen, ob wir uns überhaupt sympathisch sind. Grundsätzlich habe ich ganz gerne männliche... Ja, grundsätzlich habe ich doch ganz gern männliche Musen. Schön. Ich möchte dich gerne inspirieren, wenn du verstehst. Theatralisch eigentlich. Ah, klingt gut. Ich lasse mich auch gerne inspirieren. Aber du arbeitest doch selbst kreativ. Aber du arbeitest doch selbst kreativ. Ja. Dann läuft es vermutlich auf gegenseitiges Inspirieren hinaus. Im Idealfall. Wie alt sind Ihre Kinder? 18 und 9. Okay. Natürlich ist es okay, warum auch nicht? Na, das war nicht gut, das war nicht deutlich. Ist die 18-Jährige ein Mädchen oder ein Junge? Junge 18, Mädchen 9. Too much cooking. Okay, dann Samstag. Hallo, wir haben vor einiger Zeit miteinander geschrieben, ob Sie Lust auf eine Affäre mit einem jugendlichen Lover haben. Ich habe dann leider einen Rückzieher gemacht. Sollen wir es doch mal mit einer amorösen Beziehung probieren? Affäre, fuck. Sollen wir es doch mal mit einer amorösen Affäre probieren?
www.alkohol-voll-power.de Alkohol und dessen Folgen. Hi, wie geht's? Lies das bitte und informier dich über die Gefahren von Alkohol. Null Alkohol, voll Power. Einen Tag weiß ich, da habe ich noch keine wirkliche körperliche Abhängigkeit. Quatsch, habe ich nicht. Kannst du mir noch mehr Bilder von ihr schicken? Nein, das war nicht gut, das war nicht deutlich. Morgen, dann, wie gesagt, da ist ja auch wieder was ansteht, da reiße ich mich zusammen. Aber, www.0-alkohol-voll-power.de Willkommen auf der Website von Scanul-alkohol-voll-power. Was würde ich sagen? Okay. Kannst du mir noch mehr Bilder von dir schicken? Flat Chat. Ein Hörspiel von Aurier nach IRC-Protokollen, entstanden im Zeitraum Oktober 2014 bis Januar 2015. Sprecher Sabine Köhler und Roland Ager. Aufnahmeassistenz Miriam Kammerloh. Großen Dank an JW für die Bereitstellung der Originaltexte. Idee, Konzept und Realisation Aurier. Eine Produktion von 2015.